Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht, danke für das ganze Feedback. Ich habe nämlich vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich euch nach eurer Meinung gefragt habe. Und da kam einiges reingestrudelt und so wie es sich ergeben hat, spielen wir heute Vergessen ist nicht vergangen. Super nice, super geil. Ich sag's euch schon mal vorweg, Leute, ich habe diesen Part schon mal aufgenommen. Lief nicht optimal. Es war okay, aber ich hatte ein paar technische Probleme, musste ein bisschen was zusammenschneiden, ist egal. Und die Videodatei war aber korrupt und mein Aufnahmepro, nicht mein Aufnahme, mein Renderprogramm hat das Ganze nicht geschluckt. Alles große Hassel, egal, war eh nur der erste Part, deswegen machen wir das nochmal neu. Zu vergessen ist nicht vergangen, ganz kurz, das ist nur eine Mod für Gothic 2, die Nacht des Raben. Und zwar geht es darum, dass wir einen Gefangenen spielen, bevor die Geschichte mit Gothic 1 losgeht, also bevor der namenlose Held in die Barriere geworfen wird. Super interessant, super spannend, ist auf jeden Fall richtig cool. Gemacht wurde die Mod von zwei Personen namens Umfi und Tyra. Und von dem, was ich gesehen habe, sind die beiden sehr talentiert. Aber hey, ich schwafel gar nicht lang rum, seht selbst. Ja, ich möchte bitte... Ja. Egal. Die Minenkolonie von Corinus. Mehrere Monate vor der Ankunft des namenlosen Helden. Jedenfalls haben wir den Gefangenen nach der Aktion die Köpfe eingeschlagen. Nur er hier war brav und hat sich nicht an der Revolte beteiligt. Mal schauen, wie lange er da überlebt. Unser Freund hier wird viel Spaß in der Kolonie haben. Hast du davon gehört, was unsere Leute bei der letzten Erzübergabe erfahren haben? Nee, was denn? Irgendein hohes Tier aus diesem alten Lager soll versucht haben, einen Typ aus dem neuen Lager umzubringen. Und jetzt herrscht da richtig böses Blut. Puh, altes Lager, neues Lager. Jemand sollte den Typen in der Barriere mal wieder klar machen, wer sie überhaupt sind. Nämlich Buddler, nichts weiter. Darüber können wir später weiterreden. Dreh dich um, Gefangener, und zwar schön langsam. Ihr seht schon, Leute, richtig nice. Wir haben eine Stimmausgabe, die wirklich gut ist. Auch von den anderen Charakteren, die ich jetzt so bis jetzt mitbekommen habe, war richtig nice. Und ja, ist einfach gut. Wir gucken mal, wir können sogar unseren eigenen Charakter ein bisschen gestalten. Was sehr, sehr untypisch ist. Tatsächlich. Yeah, der Fleischzopf. Er sieht doch okay aus, würde ich fast behaupten. Fertig. Im Namen König Roberts des Zweiten wirst du, Gefangener, für... Stimmt, jetzt können wir uns sogar aussuchen, was wir gemacht haben. Dieser Hack, den wir hier spielen, hat schon mehr Tiefe als der namenlose Held, Leute. Aber wir gucken mal. Ich glaube, viele Verbrechen ist einfach das Beste. Also Stärke, Geschick und Schleichen. Nee, gar nicht. Diebstahl. Diebstahl habe ich genommen, tatsächlich. Und das werde ich auch wieder machen, weil Schusserknacken einfach geil ist, Leute. Let's go. Ein Diebstahl zur lebenslangen Arbeit in der Minenkolonie verurteilt. Hinein mit ihm! Du hast das Urteil gehört. Auf was wartest du noch? Kann man mich nicht über die Rampe runterlassen? Ich kann nicht schwimmen. Als ob du eine Sonderbehandlung kriegen würdest. Bete einfach zu Adanos, dass er dich nicht in seinem See haben will. Und jetzt spreng rein. Oder soll ich dir helfen? Schon gut. Ach, noch ein letztes Mal tief Luft holen. Augen zu. Und durch. Sieh an, neues Frischfleisch zum Taufen. Ich liebe es, Leute im Wasser zu beobachten, die nicht schwimmen können. Hey du, willkommen in der Kolonie. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Einige Zeit später.
Da sind wir, Leute. Da sind wir. Da ist unsere Hütte. Da ist unser Boy. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Und guck mal, der hat schon eine eigene Hütte und alles. Ein Knüppel. Alles hat der Mann. Alles, was er haben möchte. Jetzt, stellt euch mal vor, ihr zockt Classic Corinus oder so. In wenig Zeit habt ihr hier gar nichts, ja? Aber der Mann hat einfach eine ganze Hütte. Nein, schon richtig getriggert. Nein, richtig cool. Und er hat tatsächlich auch eine kleine Hintergrundgeschichte, die wir gleich erfahren werden. Ja? Aber ich zeig euch mal das Interface, weil das wirklich cool gemacht ist. Es ist komplett custom, also das hat man sonst gar keinen Gothic gesehen. Und da seht ihr halt einfach alles und sprinten. Hä, hey, what's up, Alter? Es geht doch nur in Gothic 3. Nee, Leute, hier kann man auch sprinten. Wir haben auch Ausdauer 80, ist richtig cool. Und ja, macht Bock. Wir nehmen uns erstmal alles mit, was hier ist. Aber wie gesagt, ich weiß schon so ein bisschen, was abgeht. Ich werde euch auch gleich ein bisschen zeigen, was man machen kann, was man machen sollte und so, weil wie gesagt, ich hab meine Fehler gemacht, ja, versteht ihr, Leute. Ich weiß, was hier passiert ist. Ich kenne aber nur die ersten 40 Minuten oder so. Das heißt, es wird schon passen. Und ich habe ein bisschen rumgetrödelt, also wir werden sehen, wir werden sehen. Wir lesen jetzt erstmal diese Notiz, die hier rumhing. Warum bist du eigentlich nie in deiner Hütte, wenn man dich braucht? Es sind noch genug Baustellen im Lager da. Also beweg dein Arsch so bald wie möglich hierhin. Fletcher. Baustellen, anscheinend haben wir damit was zu tun. Seht ihr, ich kann einfach sprinten, wie ich Bock hab. Sieht ein bisschen behindert aus, aber ist auf jeden Fall sehr schnell. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Guten Tag, mein Sohn. Hallo, mein Freund. Ich habe gehört, dass du vor kurzem einem Butler die Hütte repariert hast. Es ist Zahltag. Ach. Du willst mir wirklich für jeden Auftrag Erz abknöpfen? Wovon soll ich denn leben? Dich zu schützen ist sehr kostspielig. Du solltest dankbar sein für das, was ich tue. Sag mir, dass du dankbar bist und gib mir das Erz. Fick dich, Eier! Du kannst mich mal. Dann eben auf die harte Tour. Schon gut. Hier hast du das dreckige Erz. Vielleicht solltest du einfach wieder in die Mine gehen und Erz schürfen. Oder versuchen Schatten zu werden, dann brauchst du meinen Schutz nicht mehr. Wobei, das hast du doch schon probiert. Du bist bei deiner Prüfung des Vertrauens gescheitert, nicht wahr? Ich kann mich noch daran erinnern, wie du... Bist du fertig? Achte auf deinen Ton. Aber wie auch immer. Für das Erste bist du wieder sicher hier im Lager. Ich muss zurück zum Tor. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Bevor ich es vergesse, der Butler Branson hat sein Schutzgeld nicht gezahlt. Die Gardisten haben also weggesehen, als irgendwer seine Hütte verwüstet hat. Sei ein gutes Haustier und schau mal bei ihm im Arena-Viertel vorbei, um da alles wieder herzurichten. Meinen fairen Anteil werde ich später abholen. Kapitel 1, Leute. Neuanfang. So kann es nicht weitergehen. Aus dem Lager verschwinden kann ich nicht. Das wird Braba Knie zu lassen. Ich sollte nochmal mit Diego über die Prüfung des Vertrauens reden. Vielleicht kriege ich ja eine zweite Chance. Ja, das wäre vielleicht eine coole Idee. Ich speichere das direkt mal ab. Das war schon der erste Part, den ich aufgenommen habe. Die Saves. Egal. Und ja, let's go. Reden wir mit Diego. Für die zwei Leute, die Gothic 1 vielleicht nicht kennen, schaut mein Let's Play. Oder spielt es selber, das ist noch viel besser. Die Prüfung des Vertrauens, so ein Ding, da können Butler beweisen, dass sie was taugen und wenn das alles funktioniert, werden sie zu Schatten. Schatten sind die Jungs hier mit roter Rüstung und sind eher solche Agenten für das alte Lager. Die Gardisten sind halt die Ruhrgewalt, Forst, dann sind da noch Feuermagier, die sind eher unabhängiger von diesem ganzen Scheiß. Aber gehören auch zum Lager halt. Und ja, das ist so deren Ding. Und ich würde sagen, wir reden einfach mal mit Diego. Was geht ab, mein Bruder? Ich will es noch einmal probieren. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Du hast bei deiner Prüfung versagt. Und damit hat sich's erledigt. Gibt es keinen Weg, dich umzustimmen? Früher oder später wird Brabak mich erledigen, wenn ich ihm kein Schutzgeld mehr zahlen kann. Das ist aber schade. Es gibt einen Grund dafür, dass man die Prüfung nicht nach Lust und Laune beliebig oft wiederholen kann. Geh doch in eins der anderen Lager, wenn man sich in der Kolonie wieder einigermaßen frei bewegen kann. Brabak wird das nicht zulassen.
Ich habe es schon einmal versucht, aus dem Lager zu verschwinden und habe es nicht einmal bis zum Wald im Norden geschafft. Und wer weiß, wann wir uns wieder frei in der Kolonie bewegen können. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Die Prüfung sorgt dafür, dass nur Buddler zu Schatten werden, die es auch einigermaßen verdient haben. Meine Prüfung lief problemlos, bis Brabak dir alles vermasselt hat. Das bedeutet, dass einer der mächtigsten Männer im Lager dich nicht leiden kann und dich nicht als Schatten hier haben will. Warum eigentlich? Tja, ich habe keine Ahnung. Seit meiner Taufe hat er es auf mich abgesehen und schröpft mich wie einen Sklaven. Irgendwann werde ich ihm seinen verdammten Schädel einschlagen. Interessant. Möglicherweise wäre das mit einer neuen Prüfung doch keine so schlechte Idee. Hast du nicht gerade gesagt, dass... Lass mich ausreden. Ich habe zurzeit auch Probleme mit Brabak. Die Gründe haben dich aber erst einmal nicht zu interessieren. Du kriegst von mir eine neue Chance. Als Gegenleistung schuldest du mir dein Leben, verstanden? Ich werde von dir Dinge verlangen, von denen kein Buddler in der Kolonie je zu träumen gewagt hat. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass du deswegen am Galgen landest. Ist es dir das wert? Ich könnte am Galgen landen. Oder schlimmer. Und sollte es dazu kommen, werde ich nichts tun, um dich zu retten. Vermutlich werde ich dich sogar zum Schweigen bringen müssen, bevor du etwas ausplauderst. Klingt ja toll. Was soll ich für dich erledigen? Später erfährst du mehr. Erstmal sollte es dir reichen, dass Brabak der Leidtragende sein wird. Und du wärst einer derjenigen, die dazu beigetragen haben. Bestenfalls natürlich, ohne dass das jemand weiß. In Ordnung. Ich bin dabei. Was ist meine Prüfung des Vertrauens? Nicht so schnell. Es ist Monate her, dass du die Zustimmung gesammelt hast. Die Stimmen zählen nicht mehr. Also mach das lieber nochmal. Okidoki. Das heißt, wir reden mit einflussreichen Schatten und holen uns deren Zustimmung, wenn wir dann genug haben. Sagt Diego, okay, Bruder, das ist in Ordnung, Bruder, alles klar. Wer sind die einflussreichen Personen im Außenring? Weißt du das nicht mehr? Die Stimmen von Sketty, Sly, Dexter, Fingers und Malte reichen mir. Kannst du mir was beibringen? Dafür habe ich keine Zeit. Brabak kriegt gerade meine ganze Aufmerksamkeit. Ja, gut. Was ist mit Brabak und dir? Das erzähle ich dir später. Da reden wir doch direkt mit Malte. Ich habe mit Diego mitgekriegt. Und was meinst du? Hier im Lager gibt es viel zu viele Schlappschwänze, die sich Schatten schimpfen. Solange ich hier im Lager etwas Einfluss habe, ist damit Schluss. Und was muss ich tun, um dich umzustimmen? Männerarbeit. Richtig harte Männerarbeit. Draußen im Wald, auf dem Weg zum Sumpf, steht ein Holzfällerlager. Hilf den Männern dort und ich stimme für dich. Okay. Wo ist das Lager? Lauf einfach vom Nordtor Richtung Osten. Du solltest es früher oder später sehen. Wer ist dort der Anführer? Der Schatten Mark hat dort das Sagen. Sprich mit ihm. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Kampfkraft zu steigern. Korrekt. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Das glaube ich, Bruder. Gut, gucken wir uns mal ein bisschen um hier in dem Puff, ne? Wir können ja mal, also... Ich sag mal, ne? Können ja mal... Hier mal... ja. Wir können ja mal uns hier ein bisschen umsehen, hab ich gehört, ne? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, scheiße. Das wäre nicht schlecht. Was ist denn? Lass mich mal vorbei. Okay. Hä, will er mich verarschen? Lass mich mal vorbei. Jetzt bleibt er hier stehen, oder was, der Huso? Oh, wahrscheinlich ist es heute.
Aber erzähl mir von deinen Sorgen, mein Kind. Sehr gut. Gucken wir uns mal hier um, wa? Erstmal ein nices Brot, lecker. Ich bin übrigens dumm. Ich hätte, bevor ich mit Bravo gesprochen hätte, das Erz in die Truhe packen sollen. Ich habe weder einen Dietrich noch den. Das wäre nice geworden. Okay, wirklich auf Diebestour sollten wir gehen, wenn wir auch ein paar Dietriche haben, I guess. Gehen wir also erstmal weiter, Leute. Gehen wir erstmal weiter, reden mit den Leuten, nehmen die Quests an. Alles ganz entspannt, alles ganz chillig. Wir gucken mal, was abgeht. Da bist du ja. Es geht um Zutaten, die du mir letztens mitgebracht hast. Habe ich etwas vergessen? Nein, aber mir ist diese Nacht eine Idee in den Sinn gekommen. Das will ich ausprobieren. Kannst du mir nochmal 10 Höllenpilze und 3-mal das zarte Fleisch von jungen Mole Rats besorgen? Stell dir doch diesen Geschmack vor. Zartes Mole Rat Fleisch eingelegt in Höllenpilzsoße. Da kann ich mich kaum noch auf das Kochen konzentrieren. Klingt richtig nice. Und nicht wundern, Leute, manche Synchronsprecher sind ein bisschen leiser als andere. Ah, hey, passt schon, passt schon. Ich meine, in real life sind manche Leute auch leiser als andere. Ein Feature, was zu Immersion beiträgt, Leute, okay? Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Genau. Weit musst du auch nicht laufen. Schließlich treiben sich irgendwo bei der Brücke vom Norden Mole Rats rum. Sie sollen regelmäßig Butler fressen und sind deswegen schön fett und saftig. Mir ist gerade der Hunger vergangen. Stell dich doch nicht so an. Du isst doch häufiger bei mir und dir hat es bis jetzt noch nie etwas ausgemacht, wenn etwas Unkonventionelles in der Suppe war. Dein Arm kocht. Ach, vergiss es. Lecker, Leute. Wo finde ich nochmal die Zwiebeln? Ach so, ja, weiß ich, da ist okay. Und sonst? Alles bestens. Gestern hat sogar einer der Gardisten aus der Burg etwas von meiner Suppe probiert. Du wirst langsam ein berühmter Koch, wie es scheint. Das erinnert mich an das Angebot, das ich vor vielen Jahren erhalten habe. Ich sollte für den ollen Rober den Hofkoch spielen. Und warum bist du es nicht geworden? An dem Hof eines Königs habe ich nichts verloren. Ich als königlicher Koch. Ha! Was für eine dumme Vorstellung. Da schütten die mir doch bestimmt alle 5 Minuten Gift in die Suppe, weil die Adeligen sich doch alle gegenseitig an den Kragen wollen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht bricht er die Barriere in sich zusammen. Und du wirst Hofkoch von Robert III., wenn der alte König tot ist. Ja, ja. Und vorher trocknen die 5 Varans aus. Ja gut, Bruder, du weißt ja nicht, ne? Das ist übrigens eine Anspielung, glaube ich, aber ich check nicht was. Es muss irgendwas mit Gothic 4 sein, weil ich habe ja Gothic 1 bis 3 gezockt und keine Ahnung. Snuff war da nie irgendwie Hofkönig, Koch, Huso oder so. Okay, die Jungs haben alle keinen Namen. Das passt schon. Nägel. Jungs, stört es euch, wenn ich hier mal gönne? Also, mir selber gönne. Die paar Nägel nehme ich mir mit. Was haben wir hier sonst so? Ein Brett. Nice. Noch ein Brett. Also. Ja, dieses Brett juckt mich eher weniger. Eine Baumsäge. Womit denn? Ohne der richtigen Säge kriege ich das nie gesägt. Alter. Nee, warte. Das ging irgendwie anders. Und ja, wir haben den epischen Gothic 1 Sprung, der komplett behindert aussieht, aber super nice ist, weil man einfach voll schnell unterwegs ist, aber brauchen wir eigentlich nicht, weil wir können ja auch einfach rennen. Aber es passt schon. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Und geben im besten Fall nichts wieder her. Mal sehen, wie gut das klappt. Skip Fingers. Kann ich bei dir Dietriche kaufen? Natürlich. Zeig mir deine Ware.
Hat er nur Dietrich hier da? Mit dem größten Vergnügen. Allergrößten Vergnügen, mein Bruder. Nee, ja, nur Dietrich. Und die sind erstmal sehr teuer, deswegen kaufe ich keine. Aber wir können ein bisschen Shit verkaufen. Brett und Nagel. Das behalte ich. Immerhin müssen wir ja noch auf einer Baustelle aushelfen, habe ich gehört. Ah, der Becher kann weg. Ohne Käse auch, ja. Reisschnaps kannst du ja auch nochmal gönnen, mein Bruder. Die Weintrauben auch. Ja, passt schon. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ich brauche wieder deine Zustimmung bei Diego. Du willst es nochmal probieren? Meine Stimme ist dir sicher. Normalerweise hätte ich dich die Truhe neben meiner Hütte öffnen lassen. Aber dass du ein fähiger Dieb bist, weiß ich aus erster Hand. Wenn Diego nach dir fragt, werde ich für dich stimmen. Nice. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Wir können bei einem Taschendiebstahl lernen, was sehr nützlich ist. Oder Geschick. Ja, erstmal gar nichts, Bruder. Ist schon okay. Wir gucken mal. Was stehst du denn hier rum? Ich behalte Ingors Hütte im Auge. Was ist denn los? Ingor soll einen Butler getötet haben. Guy konnte Nick darin hindern, Ingor direkt den Kopf abzuhacken. Aber lange kann es nicht mehr dauern, bis Ingor in den Kerker kommt. Ich schaue mir die Sache mal näher an. Ja, er schaut sich die Sache mal näher an. Und da bin ich ein bisschen heiß, Leute, denn hier habe ich den letzten Part aufgehört. Ich habe aber davor alles hier durchsucht, ne? Deswegen, scheißegal, wir machen das jetzt einfach, weil das für mich neu ist. Skid up, Bingo! Dich müssen die Götter geschickt haben. Was ist hier denn los? Ich soll angeblich den Butler hier auf dem Boden getötet haben. Kannst du mir irgendwie helfen? Guy tut sein Bestes, aber es sieht schlecht für mich aus. Mit deiner Silberzunge hast du mich doch letztens vor den Schlägern der Gardisten retten können, als ich mein Schutzgeld nicht zahlen konnte. Das ist nicht wirklich dasselbe. Aber erzähl mir doch erstmal, was passiert ist. Vor kurzem hat Benwick einen Gardisten aus der Burg in der Arena umgehauen. Mit deinem Erz gehörte ich zu den paar, die auf ihn gewettet haben und hab deswegen ordentlich Erz von Sketti kassiert. Von dem Gewinn haben mein Kumpel und ich uns schon mal ordentlich Bier gekauft und mit anderen einen Kater angetrunken. Bin also in meine Hütte getorkelt, hab mich aufs Ohr gehauen und bin eingepennt. Am nächsten Morgen wache ich auf und plötzlich liegt der Kerl hier auf dem Boden. Hab natürlich nach einer Wache gerufen, die mich ironischerweise für den Täter hält. Konnte Nick aber noch bestechen und einem Kumpel sagen, dass er dich suchen soll. Ich wundere, Leute, Ingo ist ein bisschen leise. Er ist ein bisschen entspannt. Anstatt mir mein Erz zurückzugeben, wirst du das alles also für Bier raus. Genau deswegen habe ich dich nicht mit zum Besäufnis geschleppt, weil du nur eine Moralpredigt gehalten hättest. Ich hätte dir das Erz ja noch zurückgegeben, aber gerade gibt es wirklich wichtigere Dinge als meine Schulden bei dir. Wenn du mir nicht hilfst, kriegst du dein Erz wohl nie wieder. Ja, ja. Wie kann ich dir helfen? Nick hält mich hier fest. Rede erstmal mit ihm. Reden wir mal mit Nick, Leute. Aber ich rede erstmal mit Guy. Ich rede nicht mit Guy. Reden wir mit Nick, Leute. Wir speichern das erstmal ab. Und plaudern ein bisschen mit den süßen kleinen Fratz. Hallo, Necki, Specki. Skid up. Übrigens, im letzten Teil, Nick ist am Anfang von Gothic 1 tot. Ich soll Ingo helfen. Noch ein Butler. Mehr von eurer Sorte und die Hütte platzt bald. Wie auch immer. Weil ich so ein guter Mensch bin, habe ich Ingo die Chance gegeben, sich zu verteidigen, bevor ich ihm das Fell über die Ohren ziehe. Aber wage es nicht, meine Zeit zu verschwenden. Wenn du Ingo helfen willst, dann kümmere dich sofort darum. Verschwindest du aus der Hütte oder machst sonst irgendwelche Foxen, ist meine Geduld am Ende und ich verschwinde mit deinem Freund in den Kerker. Also, willst du jetzt irgendwas machen oder kann ich Ingo in den Kerker werfen? Ganz ruhig, Neck, ganz ruhig. Mach mit dem, was du willst mit dem Huso. Nein, ich werde ihm helfen. Ich werde Ingo helfen. Dann beeil dich. Ich habe keine Lust, meinen ganzen Tag hier zu verbringen. Denn mit meinem riesigen Gehirn werde ich ganz eindeutig die Wahrheit herausfinden, Leute. Pass auf. Ist übrigens bleibt für mich, wirklich, ich schwöre.
Warum ist Ingo der einzige Verdächtige? Ich habe erfahren, dass Ingo und der tote Buddler dort sich gehasst haben. Für mich ist die Sache klar. Ingo hat ihn in seine Hütte gelockt, dort umgebracht und die Schuld auf irgendeinen Unbekannten geschoben. Wenn die Buddler anfangen, sich gegenseitig abzuschlachten, arbeitet bald niemand mehr in der Mine. Die sollen sich lieber zusammenschlagen, aber umbringen gibt es in meinem Bezirk nicht. Wie erfahre ich mehr über den Mord? Wenn du was wissen willst, kannst du jeden hier in der Hütte fragen. Die anderen Butler hingegen habe ich schon befragt, aber von denen hat niemand was mitgekriegt. Die Leiche kannst du dir auch angucken, wenn du auf sowas stehst. Genau mein King, Bruder. Wie wurde der Mord begangen? Da steckt ein Dolch im Rücken der Leiche. Und du fragst mich, wie der Butler gestorben ist? Was für eine dumme Frage. Das ist true. Erstmal in die Taschen gucken, Jungs. Die Taschen sind leer. Scheiße. Das heißt, er wurde beraubt, oder? In der Leiche steckt ein gewöhnlicher Dolch. Jeder könnte sich für ein paar Erzbrocken so eine Waffe am Markt kaufen. Ich kenne den Toten nicht. Sie liegt mit dem Kopf in Richtung des Bettes. Seltsam. Aber also eigentlich nur das erfahren, was wir eh schon gesehen haben. Toll. Erzähl du mir was, Guy. Guy, was hast du denn mit der Sache hier zu tun? Neck hat mich hierher geholt. Ich habe Ingo als letztes gesehen, bevor die Leiche in der Hütte aufgetaucht ist. Glaubst du, dass Ingo ein Mörder ist? Auf keinen Fall. Wir beide kennen Ingo ja schon, seitdem er wegen Wettschulden in die Kolonie geworfen wurde. Nicht mehr betrunken wäre er zu einem Mord in der Lage. Kannst du mir irgendwie helfen, den Fall zu lösen? Bevor du Neck deine Argumente nennst, kannst du mit mir darüber reden. Ich kann dir schlecht Necks Meinung über die Argumente sagen, aber es hilft sicher, wenn man die Argumente einmal laut ausspricht. Das ergibt Sinn. Vergiss aber nicht, dass jeder Punkt, den du Neck nennst, automatisch richtig sein muss. Manche werden sich sicher auch gegenseitig ausschließen. Nenne nur ein Argument, wenn du dir sicher bist, dass es Sinn ergibt. Ja, okay. Erzähl mir etwas über den Abend vor dem Mord. Ingo hat von Skeddy ordentlich abkassiert und davon für den ganzen Bezirk Freibier gekauft. Ich habe ihm gesagt, dass er lieber seine Schulden bei dir abzahlen soll. Aber Bier hat nun mal eine höhere Priorität bei ihm. Haben bis in die Nacht durchgefeiert, aber dann ist ein ordentlicher Sturm aufgezogen und wir sind in unsere Hütte gegangen. Zu der Zeit war Ingo schon ziemlich breit. Hat irgendjemand etwas mitgekriegt? Nee, dafür war der Sturm zu stark. Die Fackeln waren erloschen und der Mond durch die Wolken verhüllt. Nicht zu schweigen von dem Lärm des Regens und des Gewitters. Okay. I see. Du hast mir gar nichts von deinem Motiv erzählt. Motiv? Du scheinst den Toten zu kennen. Ja klar, das ist Pater, den kennt hier jeder. Er ist, oder er war ein ziemliches Arschloch, aber deswegen bringe ich ihn doch nicht um. Erzähl mir nochmal, was passiert ist. Vor kurzem hat Benwick einen Gardisten aus der Burg in der Arena umgehauen. Mit deinem Erz gehörte ich zu den paar, die auf ihn gewettet haben und hab deswegen ordentlich Erz von, ja, okay, von dem Gewinn hab. Ja, ja. Am nächsten Morgen wache ich auf. Wie dumm, als ob der einen Stoff wetzen. Becher. Nimm die Scheiße jetzt mit, Jungs, ne? Wird später verkauft. Gucken wir uns nochmal die Leiche an. Passt der Stofffetzen wohl? Die Leiche ist völlig trocken. Aha. Und es gab einen Sturm. Das könnte bedeuten, dass die entweder getrocknet ist in der Zeit. Oder dass sie vor dem Sturm hier war. Also bevor Ingo nach Hause gekommen ist. Schäde, Jungs. Ach, wieso? Vielleicht hat jemand diesen Boy hier umgebracht
und wollte Ingor die Schuld in die Schuhe schieben und deswegen hat er die Leiche hier hingepackt. Aber dann würden wir wahrscheinlich Blutspuren sehen. Ja, beschissen, keine Ahnung. Ingor! Gehört dir dieser Stofffetzen? Nein, das Wenige, auf das ich in der Kolonie stolz bin, ist meine tadellose Kleidung. Wo lag er denn? In deiner Hütte. Das ist seltsam. Gehört er vielleicht der Leiche? Ja. Die Leiche ist völlig trocken. Na und? Guy hat mir erzählt, dass es nach der Feier bis in den Morgen gestürmt hat. Er müsste also schon bei Tageslicht, wenn ihn Leute gesehen hätten, in deine Hütte gekommen sein. Das ist aber nicht der Fall. Das ist tatsächlich merkwürdig. Vielleicht wird das Neck interessieren. Mhm. Warum liegt so viel Kram vor dem Schrank? Puh, keine Ahnung. Vielleicht bin ich betrunken gestolpert und dagegen geprallt. Aber warum sollte das eine Rolle spielen? Ingor sagt, dass er nach der Feier sofort geschlafen hat. Das stimmt. Hab ihn selbst in seine Hütte gebracht, da er kaum noch laufen konnte. So? Ist Ingor gegen den Schrank geprallt, als du ihn in seine Hütte geschleppt hast? Nein. Ich habe ihn nur auf sein Bett abgelegt und bin da verschwunden. Wie kommst du darauf? Ingor weiß nicht, warum der Kram vor seinem Schrank dort auf dem Boden liegt. Den habe ich gar nicht groß beachtet. An mir liegt es definitiv nicht. Kann der Kram schon da gelegen haben, bevor du Ingors Hütte betreten hast? Keine Ahnung. Es war stockduster und ich habe gerade so das Bett gefunden. Im Schatten könnte alles Mögliche gewesen sein. Ingor ist also wahrscheinlich nicht gegen den Schrank geballert. Dann vielleicht der eigentliche Mörder? Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Wir erzählen ihm mal ein bisschen was. Ingor hatte kein Motiv. Nur weil man jemanden nicht mag, bringt man nicht sofort jemanden um. Ja. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingor. Er stammt vielleicht vom Täter. Ich glaube, eher vom Gestorbenen. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Ingor war an dem Abend aber zu betrunken, um jemanden von hinten mit dem Dolch zu töten. Auf Ingors Charakter. Ingor würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Ingor wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. Weder er noch Guy haben den Schrank umgeworfen. Der Mörder hat das getan. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Gucken wir uns weiter um. Was mit der Truhe hier? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, wäre schon nice, ne? Ich leg mich da mal rein, Jungs. Nichts. Vielleicht würde uns irgendwas auffallen. War die Leiche schon trocken, als ihr sie gefunden habt? Ja, was ist denn das für eine Frage? Wen interessiert hier, wie trocken die Leiche ist? Die Leiche trägt nichts bei sich. Das ist richtig. Ingo hat auch kaum etwas bei sich. Aber ich glaube, dass er die Wertsachen des Toten hier irgendwo versteckt hat. Welcher Buddler geht schon ohne seinen Schlüssel oder Erz aus dem Haus? Erstmal hinsetzen, Jungs, und überlegen. Nee, reden wir erstmal mit Ingo. Wegen der Sachen. Wo bewahrst du deine Wertsachen auf? Aber behalt's für dich.
Ich trage sie immer am Körper. Hab vor längerer Zeit den Truhenschlüssel verloren und kriege das Schloss nicht geknackt. In meiner Hütte gibt es sonst keinen Ort, etwas aufzubewahren. Du kannst ruhig versuchen, die Truhe zu öffnen, wenn du willst. Bruder, ich hab keinen Dietrich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Scheiße. Du hast gesagt, dass der Sturm ziemlich getobt hat. Als die Leiche gefunden wurde, war sie aber völlig trocken. War sie das? Nach so einem Sturm trocknet man nicht so schnell. Vor allem, wenn man tot ist. Das ist wirklich interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei dem Sturm auf dem Weg trocken geblieben ist. Der Tote muss also entweder vorher oder später in die Hütte gekommen sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Stimmt, später geht natürlich auch. Ist noch irgendwas hinter dem Schrank? Das sieht so komisch aus. Als ob man da irgendwas verstecken könnte hinter. Anscheinend nicht. Man kann es nur reinbacken. Der Fetzen passt nicht zu der Kleidung der Leiche. Okay. Sagt dir dieser Stofffetzen etwas? Nein, er sieht völlig normal aus. Was ist damit? Er gehört weder zu Ingor noch zu der Leiche. Ich habe ihn aber in dieser Hütte gefunden. Hier im Lager lässt man nicht einfach Stoff rumliegen. Schließlich brauchen wir jedes Stückchen für Säcke oder Kleidung. Wenn er nicht gerade durch Zufall in die Hütte geweht wurde, ist das vielleicht ein Hinweis auf den Täter. Big Brain. Du sagtest, dass in der Dunkelheit alles Mögliche da gewesen sein könnte. Ja, das ist richtig. Und auch sagtest du, dass es gestürmt hat. Nach dir hätte also niemand in trockenen Kleidern die Hütte betreten können. Das stimmt, aber Moment mal. Willst du darauf hinaus, dass die Leiche schon da gewesen war, als ich die Hütte betreten habe? Genau. Auch bei völliger Dunkelheit hätte ich die Leiche bemerkt. Sie liegt schließlich vor dem Bett. Die Leiche war zu dem Zeitpunkt aber nicht vor dem Bett, sondern mit dem Mörder hinter dem Schrank. Wie willst du das beweisen? Der Stofffetzen gehört weder zu der Leiche noch zu Ingor. Der Mörder hat sich ein Stück seiner Kleidung ausgerissen, als er sich hinter den Schrank gequetscht hat. Als du verschwunden bist, hat er die Leiche vor dem Bett abgelegt und ist auch verschwunden. Mir gefällt das Ganze gar nicht, dass ich laut deiner Theorie dem Mörder so verdammt nah war. Aber es ergibt Sinn, was du sagst. Wenn du bereit bist, solltest du das Neck erzählen. Klingt gut. Ich erzähle es erstmal dir, mein Sohn. Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Pass auf. Ingo hat... Ja, ja. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingo. Er stammt vielleicht vom Täter. Genau. Ja, ja. Das gehen wir so ein bisschen durch. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen. Genau wie Ingor. Er hat also die Leiche nicht geplündert, sondern jemand anders. Sagen wir jetzt einfach so, ne? Die Leiche ist trocken und nachts tobt ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Ja. Da zu der Zeit eine große Feier war, konnte sich sicher jemand problemlos in die Hütte schleichen, ohne aufzufallen. Ingo ist übrigens ein richtig süßer Boy. Er würde nichts tun, ja? Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der Inhalt zu Boden gefallen. Da Ingor seinen Rausch ausschlief und die Feier sich aufgelöst hatte, konnte der Mörder sich in der Hütte frei bewegen. Also, was sagst du? Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Wie? Du solltest dich noch einmal umsehen. Wie, das reicht nicht? Aber wir wissen doch jetzt, was passiert ist, oder?
Also, der Mörder ist mit, dem Verstorbenen hier reingegangen. Hat sich hierhinter versteckt. Aber wieso sollte er das tun? Er hat sich versteckt, weil er gehört, dass Ingo vorbeikommt. So, Ingo und Guy haben sich versteckt. Er hat abgewartet, bis Guy Ingo ins Bett gebracht hat. Dann hat er ihn weggerackt und die Leiche einfach hier hingelegt, neben dem schlafenden Ingo, und hat sich verpisst. Das ist meine Theorie, Leute. Wir gucken uns nochmal die Leiche an. Wir kommen jetzt leider nicht an die Truhe. Vielleicht sind da noch Beweise drin, die wichtig sind. Ja, I don't know. Hast du noch was zu sagen, Jung? Nee. Ja, weiß ich nicht, Leute. Dann Pech. Dann reden wir nochmal mit Neck. Ich speichere aber lieber nochmal. Weil an die Truhe komme ich nicht ohne Dietriche. Scheiße. Ich bin bereit, Ingo zu verteidigen. Dann bin ich ja mal gespannt. Aber ich warne dich. Das ist deine einzige Chance. Ja, ist ja gut. Wenn dir mittendrin die Argumente ausgehen oder du was überprüfen musst, schnapp ich mir Ingo und verschwinde. Habe meine Zeit ja lange genug verschwendet. Ist ja gut. Ich bin vorbereitet. In Ordnung. Dann trag mal vor, was du Meisterdetektiv herausgefunden hast. Also pass auf. Ingo hatte kein Motiv. Nur weil man jemand... Ja, das haben wir schon. Ich habe gesehen, die andere für ein Stück Brot umgebracht haben. Hier in der Kolonie braucht man keine großartigen Motive, um jemanden zu töten. Bruder. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingo. Er stammt vielleicht vom Täter. Dass du einen Fetzen auf dem Boden gefunden hast, bedeutet gar nichts. Bruder. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Ingo war an dem Abend aber zu betrunken, um jemanden von hinten mit dem Dolch zu töten. Das Argument ist gar nicht so schlecht. Betrunken können nur die wenigsten so genau zustechen. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen, genau wie Ingo. Er hat also die Leiche nicht geplündert, sondern jemand anders. Wenn ich Schutzgeld kassiere und dein Butler angeblich nicht genügend Erz bei sich hat, reiße ich irgendwann ein Brett aus der Wand und dahinter versteckt sich ein Beutel mit Erz. Butler verstecken nun mal ihre Wertsachen. Ingo hat die Wertsachen von der Leiche sicher in seine Truhe gepackt und aus Versehen den Schlüssel verloren. Ja, und das ist es halt, ne? Wenn wir das nicht, wenn wir da nichts beweisen können, ja, haben wir verkackt. Ich glaube, wir können ihn ohne einen Dietrich nicht retten. Naja, wir probieren trotzdem mal. Die Leiche ist trocken und nachts tobt ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Da zu der Zeit eine große Feier war, konnte sich sicher jemand problemlos in die Hütte schleichen, ohne aufzufallen. Jetzt, wo du sagst, es ist wirklich seltsam, dass nach so einem Sturm alles hier so trocken ist. Ja. Ingo ist ein guter Boy. Wir sind hier in der verdammten Minenkolonie von Corinis. Nicht jeder Insasse hier ist wegen Diebstahl oder Schulden eingeworfen worden. Unter den Männern hier gibt es mehr als genug Mörder und Verrückte. Ja, gut. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der Inhalt zu Boden gefallen. Nachdem die Feier vorbei, Guy verschwunden und Ingo betrunken eingeschlafen war, konnte derjenige sich frei in der Hütte bewegen, ohne aufzufallen. Da Ingo seinen Rausch ausschlief und die Feier sich aufgelöst hatte, konnte der Mörder sich in der Hütte frei bewegen. Du sagst also, dass der Mörder oder das Opfer so unerkannt in der Hütte aufhalten konnten. Das klingt gar nicht so dumm. Ja, oder? Mehr habe ich nicht zu sagen. Geil, verpiss dich direkt. Das ist also deine Verteidigung? Da sind mehr Lücken drin als in der Mauer des Außenrings. Find dich damit ab, dass Ingo der Mörder ist. Bruder, scheiße. Ja, wenn ich die Truhe nicht knacken kann, werde ich dieses Rätsel, glaube ich, nicht lösen können. Und ich habe schon gespeichert, als ich das Ganze angefangen habe. Und hat gesagt, wenn du rausgehst, dann fick ich dich auseinander. Also dann ist egal. Dann nehme ich Ingo einfach mit. Ja, Pech, Ingo, sorry, ne? Du bist halt jetzt tot. Das kann passieren.
Oder im Kerker, wie auch immer. Tod im Kerker. Alles gleiche, hey, Jungs. Du. Hey, was geht? Glück gehabt. Ja, ja. Du hast nichts zu sagen, ja, Ori? Ich geh erstmal in die Hütte rein. Ja. Ich meine, wir können uns ja mal ein bisschen umsehen, habe ich gehört, ne? Was haben wir hier? Schinken. Der ist schon mal meiner. Ein paar nice Beeren. Lecker. Was haben wir hier? Bier. Lecker. Oh, scheiße. Sieht er mich? Nee. Sehr gut. Hä? Hä? Okay, alles gut. Ich würde auch gerne den Apfel da mitnehmen übrigens. Na komm. Gib mir den Apfel, mein Sohn. Ja, ein Scheiß drauf. Dann kriegen wir halt keinen Apfel. Aber das nehmen wir uns noch mit. So. Okay. Es geht ab, Jungs. Guckt ihr euch an. So, wahrscheinlich wird hier gleich gekämpft, ne? Oh, krass. Schon so spät im Game. Arena-Kämpfe werden immer abends gemacht. Das ist gut. Das heißt, wir können uns hier weiter umgucken. So. Ich glaube, das ist die Hütte vom namenlosen Helden später. Also erstmal von Neck oder so. I don't know. Ein paar Nägel, sehr gut. Aber wir sollen echt ein paar Dietrich hier uns organisieren in nächster Zeit. Egal, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Nein. Schauen wir uns noch ein bisschen im Außenring um. Ja, wir gucken uns mal ganz entspannt hier um. Und dann passt das schon. Ey, Huno, Alter. Kannst du mir Nägel herstellen? Nägel? Was willst du denn damit? Oh, ich habe irgendwo gehört, dass man die als Handwerker gebrauchen könnte. Werd mal nicht frech. Nägel sind für mich ein Kinderspiel und kann ich zwischendurch erledigen. Was brauchst du dafür? Rohlinge wirst du bestimmt keine vernünftigen auftreiben können. Daher wird dein Erz wohl reichen müssen. Alles klar. Wie sieht es mit Holzfäller-Äxten aus? Selbes Prinzip. Erz für Ware. Okay. Fleißig am Arbeiten? Wonach sieht es denn aus? Fühlt sich so an, als ob jeder Buddler hier im Lager 10 Spitzhacken braucht. Dafür kriegst du wenigstens ordentlich Erz. Trotzdem lebe ich in einer wackeligen Holzhütte, kriege jeden Tag Snuffs Fraß vorgesetzt und die einzigen Frauen sind in der Burg. Da bringt mir das Erz richtig viel. Scheiße, stimmt wohl. Zeig mir deine Ware. Kurzschwerde, ehrenwert, Alter. Eine Klinge, glühende Klinge, Rohrstahl. Klar, Leute, einfach eine glühende Klinge kann man ja mal verkaufen. Mallred Fett. Werden wir alles gebrauchen können, glaube ich. Wir gucken erstmal weiter. Branson, den sollten wir doch die Hütte wieder aufpimpen. Ey, Bruder. Bist du Branson? Ja, der bin ich. Was willst du? Ich bin Handwerker und habe gehört, dass bei dir etwas Chaos hinterlassen wurde. Ich kann dir helfen. Das ist schön, aber ich kann dir nur wenig Erz geben. Dass ich mein Schutzgeld nicht zahlen konnte, liegt daran, dass ich kaum noch Erz habe. Hauptsache, ich kriege irgendetwas. In Ordnung. Erstmal brauche ich nur die grundlegenden Dinge. Also Regal, Tisch und Stuhl. Ein Bett habe ich glücklicherweise schon. Okidoki. Was ist eigentlich passiert? Hab mich vor einiger Zeit verletzt und konnte daher nicht in die alte Mine. Meine Ersparnisse schmolzen dahin und vor kurzem konnte ich mein Schutzgeld nicht mehr zahlen. Den Rest kannst du dir denken. Oh, sorry, Leute. Ja gut, er hat uns gerade gesagt, welche Möbel er braucht. Gucken wir mal. Okay, 15 Bretter, 25 Nägel, 4 Mallrat-Fett, das ist halt scheiß viel, Alter. Boah. Das ist echt viel. Ja, ich glaube, das werden wir erstmal in nächster Zeit nicht bauen können. Hey du. Ja, hier ist eh nur ein alter Becher. Kannst du behalten, Bruder. Was geht bei dir ab? Ja, nix. Okay.
Okay, ich erinnere mich, dass die Jungs einfach ein Haufen Scheiße sind, die uns verprügeln wollen. Oder uns Erz aus den Taschen leiern wollen. Das ist alles nicht optimal. Das lassen wir mal lieber. Hier sind noch ein paar Jungs. Genauso wie mit fucking Bloodwind. Mit dem wollen wir, glaube ich, auch nicht sprechen. Jedenfalls nicht, bevor wir stärker geworden sind. Weil wir sagen dann, hey, wir wollen aber kein Geld an dich zahlen, du Arschloch. Kein Erz. Und dann sagt er, ja Bruder, dann brauchst du aber auch nicht mit meinem Schutz rechnen. Und dann hältst du uns irgendeinen Huse auf den Hals, der uns verprügeln möchte. Oh Leute, bester Jam im Game, passt auf. Dich habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen. Was verschlägt dich zum guten alten Fisk? Es wird Zeit, dass ich mir bessere Ausrüstung anlege. Dich verschlägt es wohl wieder vor die Palisaden? Dann sollte dich auch die Kleidung interessieren, die ich im Angebot habe. Mit deinen Fetzen überlebst du doch keine paar Sekunden. Diese fucking Lache. Die Lache war, also er hat versucht, die Lache von Gothic 1 zu imitieren. Lachfisk auch richtig behindert. Ach, war voll lustig. Hast du brauchbare Waffen im Angebot? Für einen guten Kunden wie dich habe ich nur das Beste im Angebot. In deiner Preisklasse habe ich einige Schätze anzubieten. Dann zeig mal her. Butler zu. Die coolen Gothic 1 Kurzschwerter. Richtig nice. Lurker, Biss, Bauernwehr. Einfach richtig coole Waffen. Ja, bringt uns alles nichts, ne? Aber trotzdem cool. Butlergürtel, Schattengürtel. Alles richtig nice. Ein paar Dietriche hatte auch. Können wir irgendwas anderes? Ein Bier werde ich auf jeden Fall mal brauchen können, glaube ich. Der Becher bringt mir nichts ein, okay. Genauso wie der Stofffetzen. Ja gut, ist für die Quest da, ne? Ja. Den Käse kannst du haben, Alter. Käse ist immer gut zu verkaufen, es gibt immer gut Geld. Genauso wie das Schinken. Und wenn wir uns heilen müssen, dann gehen wir halt pennen. Was hast du für Kleidung im Angebot? Ich habe Butlerkleidung von bester Qualität im Angebot. So. Eine warme Butlerhose, eine Butlerhose, okay. Wie läuft's? Könnte besser nicht laufen. Wegen den Spannungen mit dem neuen Lager will jeder Butler eine Waffe haben, weil sie sich der Illusion hingeben, dass sie sich damit gegen Banditen wehren könnten. Ich kann die Preise deswegen wunderbar hochdrücken. Außer für dich natürlich, mein Freund. Natürlich. Du bist ein wunderbarer Mensch. Der allerbeste. Der gute Fisk. Ja. Oh. Komm ruhig näher, Unwissender. Baldizipitur bietet geheimnisvolle und wertvolle Waren aus dem Sumpf an. Selbst die weisen Gurus und die mächtigen Templer aus dem Sumpf stehen bei Baldizipitur an, um seine Waren zu erlangen. Was bietest du denn an? Was für eine Frage. Er fragt, was Baldizipitur anbietet. Frage dich eher, was Baldizipitur nicht anbietet. Feinstes Sumpfkraut, Waffen der Templer, magische Gegenstände der Gurus, du wirst nicht enttäuscht sein. Vor allem Baldizipitur. Nur für gute Kunden wie dich hat Baldizipitur außerdem etwas ganz Besonderes im Angebot. Einen echten Runenstein hergestellt von Iberion persönlich. Und was will ich mit einem Runenstein? Ich bin kein Magier. Ach, er ist ein Narr. Die Magie des Schlafenden öffnet sich allen und ist nicht an Kreise gebunden. Wie bei den Priestern der alten Götter. Kaufe sie und verbrenne deine Feinde. Wie viel verlangst du für den Runenstein? 50 Erz. Baldizipitur ist gnädig und weiß, dass die Butler nicht viel Erz bei sich tragen. Daher verkauft er seine Waren aus der Güte seines Herzens heraus weit unter Wert. Du solltest zuschlagen, bevor jemand anderes den Stein kauft. Ja gut, ist eigentlich eine coole Sache, so eine Magierune, die wir einfach ohne Kreis nutzen können. Aber 50 Jahre ist halt erstmal noch zu viel. Zeig mir deine Ware. Ah, Magie ist richtig stark. Sieh dich in aller Ruhe um. Vielleicht sollte ich mir das echt mal gönnen. Ich hole mir mal die Rune später, Leute. Rustiger Zweihänder, ein Schwung und das Schwert würde zerbrechen. Beschädigte Armbrust, alles voll die Scheiße. Die besten Waren aus dem Sumpf, Bruder. Ah, der Apfel bringt's auch nicht. Ja, ist okay. Halt nicht. Geht mit dir nicht an.
Erzähl mir von deinen Leiden, erzähl mir von deinem Leben, erzähl mir von deiner Raucherlunge, Bruder. Ein Butler, der Feuer spuckt? Du siehst nicht aus wie ein Magier. Wie schaffst du das? Hab mal für die Magier gearbeitet. Das ist ein kleiner Trick, den sie mir beigebracht haben. Für den man nicht mal großartig magisch begabt sein muss. Ich hätte nicht erwartet, dass es mal nützlich sein würde. Das ist ziemlich beeindruckend. Mehr oder weniger. Es beeindruckt zumindest ein paar Butler hier am Markt und bringt mir etwas Erz ein. Auf jeden Fall ist es angenehmer, als in der Mine mir den Rücken kaputt zu schuften. Kann ich durchaus nachvollziehen. Fühl ich. Nicht wundern, normalerweise, wenn es Tag ist, spuckt er hier Feuer ab. Wir haben ihn einfach gerade beim Rauchen erwischt. Du hast mit den Feuermagiern zusammengearbeitet? Ja, aber nicht mit denen hier in der Kolonie. Vor meiner Zeit in hier war ich ein angesehener Jäger und hab den Magiern im Kloster Monstertrophäen für ihre Experimente besorgt. Man konnte ganz gut davon leben. Was hält dich jetzt davon abzujagen? Ja, womit denn? Mir keinen Bogen leisten bei den Preisen, die Fisk verlangt. Bleibt ja kaum etwas Erz übrig, nachdem ich das Schutzgeld bezahlt habe. Ja gut. Sollen wir ihn gönnen? Ich habe das Gefühl, das könnte uns was bringen. Als erstes Mal, als ich gespielt habe, im ersten Part, der verworfen wurde, konnte ich nur, da kann man nichts machen sagen, weil ich kein Erz hatte. Vielleicht bringt uns das ja was, irgendwas zu geben. Hier, gönn dir, Bruder. Hier, ich habe noch was übrig. Oh, ein Erfolg. So viel Erz kriege ich manchmal gar nicht an einem Tag. Danke dir. Kein Ding, Bruder. 50 EP ist okay. Was hast du vor der Kolonie denn so getrieben? So einiges. Ich war Waffenknecht, habe gegen die Orks gekämpft, Minen bewacht und bin auf Inseln gestrandet. Für diverse Leute habe ich seltene Monster gejagt und letztlich bin ich an die falschen Leute geraten. Ja gut. Deswegen bin ich unschuldig hier drin. Aber das behauptet wohl jeder von sich. True. Vor allem, da stand 25 Erz geben. 20 Erz gegeben. Okay. Das passt schon. Reden wir noch mit Whistler für heute. Dein Leben möchte ich haben. Bitte was? Seitdem ich hier im Lager bin, habe ich dich noch nie arbeiten sehen. Du sitzt den ganzen Tag nur vor deiner Hütte. Ich kann es mir erlauben, aber keine Sorge, hinter den Kulissen habe ich mehr als genug zu tun. Und das wäre? Hier im Außenring haben wir Schatten das Sagen und ich will meinen Einfluss ausbauen. Hast du Interesse, dir etwas Erz zu verdienen? Für Erz bin ich immer zu haben. Nahe der Arena steht eine kleine Lagerhalle. Ich will, dass du Maltes Hütte durchsuchst und nach etwas von dem Ausschau hältst, das man beispielsweise bei einem Einbruch verlieren könnte. Du brichst in das Lagerhaus ein und lässt den Gegenstand von Malte zu Boden fallen. Außerdem nimmst du den Nex-Schatulle mit den Schutzgeldzahlungen, die dort auch steht. Die bringst du dann zu mir. Okay. Warum tust du das? Ist das nicht offensichtlich? Maltes Platz unter den einflussreichen Schatten sollte mir gehören. Und du bist ein kluger Kopf und ich weiß, dass ich dir in der Hinsicht vertrauen kann. Wo ist Maltes Hütte? Er wohnt direkt vor der Burg in der Nähe von Diego. Wie soll ich in die Lagerhalle gelangen? Das musst du schon selbst herausfinden. Ja gut, mal sehen, ob wir das machen, ne? Für Malte sollen wir ja in dieses, ja, ihr wisst schon, zu dieser Baustelle gehen. Da will ja keine Weicheier als Schatten haben. Und da oben gehen wir mal nicht lang. Weil der fucking Bloodwind auf uns wartet. Und ja, achso, sorry Leute, wenn es ein bisschen dunkel ist. Ich musste den Renderer rausschmeißen, weil sich das mit der Mod nicht vertragen hat. Das wird bestimmt trotzdem ganz okay sein. Hier ist ein Brett irgendwo. Nice, nehmen wir mit. Ein paar Nägel. Können wir auch gebrauchen. Wird alles gesnackt, Leute. Ach, da oben. Komme ich hier hoch? Nee, das war nur so ein Ding, was da drin wächst. Ja, ist okay. Wo wir halt reinbauen könnten. Wenn wir wollten. Hier irgendwas? Nee. Ja gut, Leute. Das war's für heute.
ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich das Ganze rendern kann oder nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao.